Naja. Navajo, was ist das denn? Navajo? Das sagt mir jetzt nichts. Auf jeden Fall nachgebrochen. Das ist eine der ältesten Kapitel, die wir jetzt spielen. Nach obdachlos und nachgebrochen. Na, da bin ich gespannt, was Navajo ist, weil das sagt mir jetzt gar nichts. Aus den anderen Namen konnte man sich schon was rauslesen. Och, das sieht schon mal schick aus. Och, USA. Uiuiui. Die Haare wachsen nach. Ich bin total erledigt und durstig. Und ich habe keinen Schimmer von diesem verfluchten Ort, also sei mal nett und gönn mir eine Pause, okay? Tja, Route 66 wahrscheinlich. Wir haben keine Ahnung von dem Ort und wir gehen eine lange, lange Straße. In einer sengenden, sengenden Hitze entlang. Und die Sonne ballert. Sie ballert nur so vom Himmel. Ah, es kann ein langer Fußmarsch werden. Oh, da kommt ja wer. Sehr nett, sehr aufmerksam. Diese Autofahrer immer. Vor allem hier auf so einer Strecke würde ich schon eher überlegen, jemanden mitzunehmen. Na nur, natürlich nur, wenn er vertrauenswürdig aussieht. Arschloch! Schicken die gleich einen hinterher. Der hat sogar so was ähnliches wie ein Aiden-T-Shirt. Dem T-Shirt. So eine komische Figur. Ähnlich wie Aiden aussieht. Oh, jetzt macht sie Pause. Ich bin mitten im Nirgendwo. Ich sterbe vor Durst. Und alles ist für den Arsch. Aber alles wird gut. Lass mich in Ruhe, Aiden. Was? Tja. Den Kopf zum Wichtigen gelenkt. Könnte es wenigstens was zu trinken geben. Ja, hier wird bestimmt noch jemand wohnen. Würde mich wundern, wenn nicht. Werd jetzt bloß nicht nervös. So. Hier machen sie wohl nachts ein riesengroßes Lagerfeuer. Da haben wir Pferdchen im Stall, oder? Haben wir da Pferdchen im Stall? Ah. Ich will schon in die Richtung laufen. Bäh. Schafe sind hier drin. Oh. Nice. Ich dachte, sowas wie Pferde. Aber auch die wird es hier bestimmt geben, nehme ich an. Warum nicht? Da muss er irgendwie sich hier. Ah, guckt mal an, Pferde. Ja. Wollte schon sagen. Wenn er Ausritte macht, dann nicht zu Fuß. Ach, schön. Hier wohnt bestimmt der Pferdeflüsterer. Schick, schick, schick. Auch der Baum sieht sehr nice aus. Richtig schön gestaltet. Stellt euch das jetzt mal am besten in 4K-Grafik vor, die Zukunft. Wobei ich habe ja sogar gehört, die Zukunft der Kinos soll 4D sein. Also zusätzlich zu einem 3D-Film kommt dann noch die Komponente Bewegung, wo die Sitze und so was mit bewegen und sonst was. Also dass es ein bisschen actionreicher wird. Bin ich auch gespannt, welches Kino mal das erste sein wird mit 4D und wie das überhaupt dann aussieht, wie das wird. Wo müssen wir denn hier hin? War ja nicht ein Haus? Ach, da! Ich dachte, hier die Scheune. Dann gehen wir mal ins Haus. Ah, apropos, die hatte doch Durst. Können wir uns hier was zu trinken rauslassen? Bestimmt. Bestimmt oder auch nicht. Oh, hier ist ein Hund. Oh. Ganz ruhig.
ruhig, Junge. Ich will doch nichts tun. Ah. Er hat ein beunruhigendes Kläffen. Ein tiefes, erzürntes Kläffen. Ein Beschützerkläffen. Hallo? Hey, tut mir leid, wenn ich so reinplatze. Ich bin auf der Suche nach einem Platz für die Nacht und ich wollte Sie bitten. Du kannst hier nicht bleiben. Sorry. Die Scheune? Kann ich nicht für die Nacht in der Scheune bleiben? Bitte, ich meine versprochen, morgen früh bin ich wieder weg. Ich hab doch gesagt, das geht nicht. Du solltest abhauen. Beoste. Ja, ja. Ja, es war so. Akuri nao. Dobone, darahe. Ah, Indianer wohnen hier, hä? Kotnast, ad. Bendako, doch kas. Ado, bendago, no, doch, do. Duft du. Du kannst hier schlafen. Komm mal. Ah, vielen Dank. Ich muss ganz ehrlich sagen, der alte Mann und der Junge erinnern mich beide an Twilight. Jody. Ich bin Paul. Das sind meine Söhne, Corey und Jay. Meine Mutter, Shimasani. Wunder dich nicht, wenn sie dir nicht antwortet. Sie spricht seit Jahren nicht. Oh, sieht schon sehr alt aus. Willst du mit uns essen? Ja, wenn ihr euch nicht in Werwölfe verwandelt, dann... Ja, danke. Dann hätte ich nichts dagegen. Oh, sogar einen Platz hier neben dem Schönling. Da wird sie sich freuen, die Jody. Boah, die spießen das an. Na gut. Ach, hier, Mais gibt's. Naturkost. Oder ist das Schaf? Nee, Schaf ist doch eigentlich nur für... Ich wollte schon sagen, die kann von dem ihren Teller was nehmen, aber der Mais steht ja zwischen, dass ich dachte, das wäre der Teller von dem. Die sagt bestimmt gleich was, weil sie die Existenz von Aiden spürt. Aber im Essen wird nicht geredet. Also Gosch halten. Mais schön aufessen. Die schwitzt ziemlich. Wir sehen nicht viele Anhalter hier draußen. Na, wo geht's hin? Naja, den können wir ehrlich sein, würde ich sagen. Ich ziehe einfach umher von Tag zu Tag. Ich schätze, wenn ich lang genug reise, dann finde ich vielleicht mein Ziel. Verstehe. Ihr wohnt wirklich weit abgelegen hier. Meine Familie lebt hier seit Generationen. Ich bin hier geboren und werde hier auch sterben. Die Jungs sollten weggehen. Ich weiß, das ist nichts für sie hier. Aber sie hängen an ihrer Oma und mir also. Naja, wenn man einen eigenen Hof hat und sich selbst verpflegen kann, ist das bestimmt ganz praktisch hier. Man muss keine Miete zahlen und nix. Ihr gehört zu den Navajo, richtig? Wir sind die Nee. Das heißt die Menschen auf Navajo. So nennen wir uns selbst. Was sind die anderen? Keine Menschen? Seid ihr Pferdezüchter? Ja, muss das. Wir haben auch ein paar Churros. Churros? Schafe. Oh. Ah. Wir verkaufen Wolle und Milch. Nicht viel, aber es reicht für uns aus. Nu? Was? Es ist spät. Jay bringt... dich in dein Zimmer. Gute Nacht. Was zum Geier? Das ist jetzt ein bisschen unheimlich, was die machen.
Sind draußen so viele Streuner unterwegs? Ja. Klar, aber was ist draußen los? Also, warum zu? Alles verbarrikadieren? Ich habe Angst, Jay. Oh, hier ist ja doch größer als gedacht, das Haus. Du bleibst in deinem Zimmer. Was immer du auch hörst. Oh Gott. Wie meinst du das? Wenn du am Leben hängst, verschließ die Tür und komm nicht raus bis zum Morgen. Wow, was ist denn hier los? Hä? Also das Land ist mir mysteriös. Gott, das macht sich auch noch nackig hier. Wird's gefährlich und du machst dich nackig. Was soll das denn? Rote Höschen und schwarzer BH. Passt sowas zusammen? Ja. Ich habe gerade zu Baby Boots rübergeschaut, sie nickt, also passt das zusammen. Hey, wieso kann ich hier nicht... Ach so. Was ist das denn? Asche? Asche? Bist du verrückt? Lass das Ding zu. Was macht Ihnen solche Angst? Weiß nicht, Asche ist das... Schreckt das irgendwas ab? Asche? So wie Salz bei Supernatural? Irgendwelche Geister? Sehr merkwürdig. Sehr merkwürdig. Also noch hören wir keine merkwürdigen Geräusche. Na, dann gehen wir mal zu Bett, würde ich sagen, oder? Oder schicken Aiden mal auf Tour hier. Die ist auch bestimmt dran interessiert, was hier so vor sich geht. Boah, ich könnte da nicht schlafen. Ich weiß, es ist wirklich seltsam hier. Keine Sorge. Morgen Abend sind wir längst weg von hier. Gute Nacht, Aiden. Gute Nacht, hat Aiden gesagt. Du Gott. Hohepriester Muhammad, oder wer war das? Kenne ich nicht. Gott, oh Gott, oh Gott. Jetzt wird's gefährlich. Ich bleibe nicht länger auf dem Zimmer. Ich will hier raus. Gott, oh Gott, oh Gott, mach auf. Ich will euch helfen. Ich habe Angst, ich habe Angst. Vor allem, wenn du einen Albtraum hattest, du kannst nicht mehr schlafen. Du wirst verrückt und dann noch die Geräusche draußen. Du wirst total verrückt. Können wir jetzt... Müssen wir jetzt... Jetzt müssen wir ins Bett. Einfach einschlafen. Geht nicht. Nee, das geht nicht. Das geht nicht. Wir können nicht einschlafen. Wir stellen uns jetzt vor die Tür und probieren mal Aiden zu holen. Ob wir raus spelunkern können. So. Oh, weiter will Aiden nicht. Oh, sind wir aber in einem anderen Zimmer drin. Ist der Hund?